Rückspiel in der U19 Bundesliga-Relegation. Der Chemnitzer FC trifft auf den Eimsbütteler TV. Die Hamburger haben das Hinspiel furios mit 4:1 gewonnen. Und der CFC braucht mindestens 4 Treffer, um die Wende noch zu schaffen. Da soll auch Erik Tallig mithelfen. Der Shootingstar der Chemnitzer hat ja schon einen Profivertrag beim CFC unterschrieben. Das Sportforum in Chemnitz gut gefüllt. Beide Fanlager machen richtig gut Stimmung von Anfang an. Wir sind in der 16. Minute und bei einem Freistoß von Erik Tallig. Und er sieht Ruben Neubauer. Das 1:0 für Chemnitz schon früh in der Partie. Jetzt ist die Hoffnung da für Kai-Uwe Jendrosik und seine Jungs. Hier sehen wir es nochmal. Freistoß kommt gut rein. Senkt sich spät und so kann Ruben Neubauer einköpfen. Loic Favé, der ETV-Trainer, der seine Mannschaft so gut eingestellt hat auf das Hinspiel, muss von Anfang an bangen. Noch sind 3 Treffer zu schießen und sie arbeiten intensiv dran. Stanley Keller mit dem Versuch aus der Distanz. Der geht knapp am Tor vorbei, doch der CFC hört nicht auf anzugreifen. Die deutlich bessere Mannschaft. Ball kommt über rechts und wieder Stanley Keller, der hier die Riesenchance vergibt. Kai-Uwe Jendrosik bemängelte die Einstellung seiner Spieler beim Debakel in Hamburg. Das läuft jetzt deutlich besser. Die zweite Halbzeit startet mit dem ETV, der gestärkt wiederkommt nach der Ansprache von Favé. Der lange Ball für D'Oliveira, der fies gelegt wird von Neubauer. Das ist mindestens die gelbe Karte, die der Schiedsrichter hier zu vergeben hat. Das Foul klar taktischer Natur. Es hätte eine richtige Torchance geben können für den ETV. Loic Favé aufmerksam an der Seitenlinie. Ein Tor würde doch höchstwahrscheinlich reichen, um das Ding mit nach Hause zu nehmen. Die Flanke kommt weit rein in den Strafraum und Udjabel versucht es direkt. Gut reagiert von Daniel Hemeker. Nächster weiter Ball vom ETV nach vorne. D'Oliveira, links wäre die Möglichkeit, aber macht es direkt. Dominik Akiol, der absolute Top-Torjäger, hätte links komplett frei gestanden. Und der ETV hat eine richtig gute Phase. Weiter Ball auf den eingewechselten Belemi. Was macht der? Der geht ins Dribbling. Macht das richtig klasse, Belemi! Der Ausgleich. Und das muss die Entscheidung sein in der 79. Minute. Was ein Jubel beim ETV. Pink Twinde, Daouda Belemi macht das entscheidende Tor in dieser Saison für den ETV. Super rausgespielt. Der steht da vollkommen frei. Der CFC muss natürlich offensiv stehen. Und dieses Dribbling ist super cool. Gegen 2 Mann, die er da ausschaltet. Der Abschluss ist gut. Da ist nicht zu viel zu halten für Daniel Hemeker. Das muss es doch jetzt gewesen sein für Jendrosik und die Himmelblauen. Aber von wegen, Felix Onischke über links, fällt im Strafraum. Und Schiedsrichter Banitzki legt sich sofort fest, das ist Elfmeter. Ganz schwierige Entscheidung, ich will das nicht beurteilen. Es gibt den Elfmeter und es tritt natürlich Erik Tallig an. Souverän verwandelt. Nach 85 Minuten besteht auf einmal wieder ein Hoffnungsschimmer für den Chemnitzer FC. Da ist überhaupt nichts zu halten für Jonah Basner, der nach dieser Saison zu Thura Haaksheide wechseln wird. Und es kommt nochmal der ETV. Mit einem Tor wären sie hier sicher durch. Akiol, der heute blass geblieben ist bis dato, zieht in die Mitte. Hat nochmal das Auge für den Mitspieler und Törebis versucht es. Aber auch hier ist Hemeker wieder zur Stelle. Jetzt rettet er richtig seine Mitspieler. Und wieder der CFC. Wieder mit Onischke und dem Auge für den eingewechselten Simon Roscher. Das 3:1 in der 88. Minute. Ist das Wunder noch möglich für den Chemnitzer FC? Super Pass, der ETV wirkt unkonzentriert, kraftlos. Was ist auf einmal los bei Loic Favé und dem ETV? Die waren doch eigentlich schon durch. Schubert über die rechte Seite bringt noch einmal die Flanke in die Mitte. Nochmal der Ball und auf einmal ist er drin. 4:1 für den Chemnitzer FC.
und eigentlich keiner weiß, was gerade passiert ist. Wir schlüsseln auf, Kouame macht ein Eigentor. Und Jendrosik glaubt, glaube ich, selber nicht, dass das gerade noch passiert ist. Schauen Sie mal, wie der durchatmet und wie die Chemnitzer Fans jetzt jubeln. Wir schauen noch einmal auf die Szene, die Flanke in die Mitte und Kouame kommt dran, weil Basner den Ball verpasst. Es ist unfassbar, der Chemnitzer FC hat die Verlängerung tatsächlich erreicht und sie kommen auf einmal weiter nach vorne. Wieder Roscher, aber diesmal ist Basner zur Stelle. Wo bleibt der Impuls der Hamburger? Wicke. Und dann ist mal Akio mit der Schusschance da. 105 Minuten sind inzwischen passé. Es gibt noch einmal die letzten Anweisungen von beiden Trainern. Und jetzt schauen Sie mal in das Gesicht von Loic Favé. Dem ist ganz mulmig zumute. Es geht in die letzte Halbzeit der Partie. Einwurf für den CFC. Seifert über rechts. Bringt die Flanke auf. Felix Onyeka! Und er macht das 5:1. Unfassbar. Einfach unfassbar. Das Wunder von Chemnitz hat Gestalt angenommen. Und es trägt einen Namen. Felix Onyeka. Auf der anderen Seite. Loic Favé guckt nur noch nach unten. Der kann einem einfach nur leid tun. Super Flanke natürlich. Und klasse Direktabnahme von Onyeka. Der an allen vier Treffern ab der 80. Minute irgendwie beteiligt war. Der ETV hat noch einmal eine Chance. Der weite Ball in den Strafraum. Und nochmal der Abschluss aus der Distanz. Aber es reicht einfach nicht. Es ist ein Drama, das sich über die volle Länge erstreckt. Und dann ist es vorbei. Das Wunder von Chemnitz ist vollbracht. Der Chemnitzer FC steigt in die A-Junioren-Bundesliga auf. Der ETV bleibt in der Regionalliga. Und schauen Sie in diese Gesichter. Sie sind einfach fassungslos. Wissen nicht, wie ihnen geschieht. Und auf der anderen Seite, Kai-Uwe Jendrosik. Ein Wahnsinn, was seine Mannschaft gemacht hat. Er wird von den Profis, die haben das Spiel mitverfolgt, beglückwünscht. Der Chemnitzer FC gewinnt nach 120 Minuten dieses Drama mit 5:1 und kann sich Aufsteiger nennen. Und der Trainer höchstpersönlich analysiert uns, was da gerade passiert ist. Letztendlich muss ich sagen, das 1:2 war dann nochmal dieser Anker, der letzte Anker des Glaubens, diese Mannschaft wird so nie wieder zusammenspielen. Das sind die beiden Jahrgänge, der alte Jahrgang geht im Männerbereich, der Junge bleibt im U19-Bereich und die Jungs werden so nie wieder zusammenspielen. Und das haben wir im Vorfeld gesagt, dass sie genau dieses Spiel nochmal genießen sollen und alles investieren, was rauskommt, ist dann zweitrangig. Das, was rausgekommen ist, ist überragend. Es ist eine unfassbare mentale Leistung, die die Spieler des CFC vollbracht haben. Und auch daher herzlichen Glückwunsch, Chemnitzer FC. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.